Willkommen. Nee, warte mal, wie habe ich im Feld nochmal gesprochen? Oh, ich bin so lost. Na egal. Willkommen, dies ist die Arena von Erzeling. Ich bin Veit, der Arenaleiter. Meine Gesteins-Pokémon sind mein ganzer Stolz. Dann zeig mir mal dein Können als Trainer und die Stärke der Pokémon, die mit dir kämpfen. Gegen Veit. Der Fight gegen Veit startet jetzt. Arenaleiter Veit setzt Kleinstein ein. Ja. Enamop ist auch geil. Ach du Kacke, Level 12. Ah. Ja. Trotzdem keine Chance gegen Plümpfer. Super 3 Level 9. Pizza Level 10. Als nächstes Onix. Das ist doch auch easy. Und hätte ich den auch? Ja, auf jeden Fall schon mal vor mir angreifen. Das finde ich nicht so lecker. Oh Mann. Ja, Huffing Robustheit, okay. Ja. Ah, Flink Claw regelt. Licht. Aber als ob Fliegenklaue eingesetzt wird und er trotzdem verheilen darf, naja. Trotzdem, er hat einen Trank verschwendet, den er hätte ihn lieber verwenden sollen für sein Haupt-Pokémon, und zwar sein stärkstes, ja, erstmal ein paar Level-Ups. Und zwar Cognodon. Du glaubst so, du kannst das nächste Pokémon wieder so einfach besiegen wie Cognodon. Oh, meine Fähigkeit wurde überbrückt. Oh. Kopfnuss. Oh. Was? Alter Junge, nee, bitte nicht. Wasch mich jetzt nicht. Oh, Blimfer one-hitted ihn. Oh, guck, wurde besiegt. Halt, das ist ziemlich kritisch für dich jetzt. Aber es war knapp. Wäre Blimfer schon wieder zurückgeschreckt, dann wäre es knapp geworden, ja. Pixar! Und greift das Ziel mit dem Schnabel oder Horn an? Ja, Charme ist kacke, vergesse ich. 1, 2, schwupp! Schlimm hat Charme vergessen und Pixar erlernt. Endlich eine Flugattacke, Zubatrecht, Level 10. Overblick, kann auch helfen. Renalette Fight wurde besiegt. Das darf nicht wahr sein, dabei habe ich meinen Pokémon doch mit so viel Hingabe trainiert. Du gewinnst fast 2000 Poké. Das ist beschämend. Ich habe gegen einen Trainer verloren, der noch keinen einzigen Orden besitzt. Tja, da ist nichts zu machen. Du warst stark und ich war schwach. So ist das nun mal. Nach den Regeln der Pokémon-Liga wird jeder Trainer, der mal einen Arenaleiter besiegt, mit einem Orden belohnt. Hier hast du den offiziellen Code-Orden der Pokémon-Liga. Hui. Du hättest den Code-Orden von Veit. Der Kohleorden ermöglicht es dir, die VM-Attacke Zertrümmerer zu verwenden. Und die hier gebe ich dir auch noch. Du erhältst TM76. Du verschaffst die TM76 in der TM-Tasche. TM76 enthält die Attacke Tarnsteine. Ich werde sie keinem Pokémon beibringen, aber trotzdem danke. Sie fügt Gegnern Schaden zu, die neu in den Kampf kommen. Das hier sind die Sticker, die ich verwende. Nimm sie wieder als kleines Geschenk von mir an. Du hältst die Sticker, die Fight verwendet. Welche Sticker? Eine TM bringt einem Pokémon die enthaltene Attacke sofort bei. Aber du kannst sie nur einmal verwenden, daher solltest du dir gut überlegen, welches Pokémon die Attacke erlernen soll. Jo, dankeschön. Erstmal heilen und dann zurück nach Jubelstadt. Schwester Joy hält noch schnell meine Pokémon. Dankeschön. Ja, dann los. Ich muss sagen, der Kampf war auch wieder ganz schön knapp. Oh, Barry, was sitzt du denn hier? Rums. Huch, Tim, du hast dir den Orden also geschnappt, wie? Der nächste Ort mit einer Arena dürfte dann wohl ewig nah sein, habe ich recht?
Ich war zwar schon auf Route 207, aber ohne Fahrrad kommt man da leider nicht weit. Immerhin konnte ich meine Pokémon ordentlich trainieren, denn Gelegenheit zum Kämpfen gab es reichlich. Der Abstecher hat sich also gelohnt. Jetzt geht's zurück nach Jubelstadt. Der Orden von Ewignau steht als nächstes auf meiner Liste. Noch 10 Sekunden, bis ich abdüse. 9, 8. Pah, wer hat Zeit für ein Konton? No. Weg ist er. So. Dieser Fels sieht aus, als ob er mit Hilfe einer vor allem Attacke zertrümmert werden könnte. Möchtest du Zertrümmerer einsetzen? Ja. Wildes Blitzer setzt Zertrümmerer ein. Frage ist, wo kommt das her? Ja, da siehst du auch Zertrümmerer. Uhrzeit. Oh fuck. Ah ja. Ja. Das Team ist gut. So, machen wir hier noch ein bisschen. Ja. Hätte auch mein eigenes Blitzer nehmen können, ne? Ja, aber ich gehe mal hier hoch. Und bin noch mal zu gucken, was hier so ist. Ja. Es geht tief runter. Ui, ein Pokéball. Den nehme ich mir noch mit. Ein Wunder, dass ich noch keinem wilden Pokémon begegnet bin. Blitz gefunden. Nice. Okay, ich muss später noch herkommen mit Surfer. Gut. Aber ist hier vielleicht noch was? Ja, ein Pokéball, okay. Ist hier lang. Da ist ein Fahrradtyp. Ja, da brauche ich auch noch ein Fahrrad oder was? Toll. Zu kämpfen. Siehst du diese kleine Hebung auf dem Boden? Über die musst du bei voller Pulle mit dem Fahrrad fahren. Ein irres Gefühl. Ja, da habe ich noch kein Fahrrad. Aber hier liegt ein schönes Säckchen Sternstaub, ja. Okay. Ja, ist okay. Dann wieder zurück nach Jubelstadt. Und ich komme später wieder her. Blitz ist auch so eine unnötige VM, weil die keinen Schaden macht. Nur wenn es halt dunkel ist. Aber ich glaube, das... Ich weiß gar nicht, ob das jetzt... Ob du da auch am Pocket Schuss hast für Blitz. Ja, zwei Grasbüsche und dann kommt natürlich ein Pokémon. Flucht. Ich habe mir auch schon überlegt, aber wahrscheinlich mache ich es doch nicht, ob ich den Pokédex vervollständige. Also alle Pokémon fange und die es im Pokédex gibt, aber... Nee, eigentlich nicht. So, alle sind noch voll. Eigentlich habe ich keine Lust drauf. Oh. Professor Eibe. Ah, Tim, du kommst wie gerufen. Diese zwielichtigen Gestalten hier geben einen ziemlichen Unsinn von sich. Das ist unerträglich. Sei so gut und bring ihnen mal ein paar Manieren bei. Mensch, Herr Pokémon-Professor, warum machen Sie es uns denn nur so schwer? Wir sind aus rein geschäftlichen Gründen hier. Hören Sie, es ist ganz einfach. Sie geben uns Ihre Forschungsergebnisse und im Gegenzug sorgen wir dafür, dass Ihrem Assistenten nichts geschieht. Los, Tim. Tun wir uns zusammen und erteilen diesen miesen Typen eine Lektion. Ja. Ui, der Galaktik-Track gefällt mir aber irgendwie überhaupt nicht. Naja. Okay, gut. Ach, weiter. Okay. Na, wobei, jetzt geht er eigentlich. Ja. Aber trotzdem, das Original ist leider besser. Oh. Man greift eigentlich jetzt mal. Guck mal an, ich hab's ins Nichts getippt. Na, egal.
Lisa erreicht Level 11. Physik zum Rübel von Richtung Galaktik. Kann es sein, dass wir gegen Kinder verlieren? Das ist doch absoluter Wahnsinn. So wird das nichts. Zeit zum Rückzug. Diese Mission ist fehlgeschlagen. Oh, und ordentliche Anzahl an Poker. Ihr lasst uns keine andere Wahl. Wir werden uns fürs Erste zurückziehen. So stellt Team Galactic mal wieder unter Beweis, dass ihnen das Wohl aller am Herzen liegt. Diese Rüpel. Team Galactic schimpfen sie sich also. Was sie gesagt haben, bereitet mir Kopfzerbrechen. Pokémon scheint bei ihrer Entwicklung eine Art Energie freizusetzen, soweit so wahr. Meiner Meinung nach handelt es sich dabei um eine geheimnisvolle Kraft, die weit außerhalb unserer Kontrolle liegt. Team Galactic scheint diese Energie jedoch zu irgendeinem Zweck nutzen zu wollen. Wie dem auch sei. Tim, das war ein beeindruckender Kampf. Du hast wahres Talent bewiesen. Wie du Seite an Seite mit deinem Pokémon gekämpft hast, ein sagenhafter Anblick. Es war die definitiv richtige Entscheidung von mir, dir den Pokédex anzuvertrauen. Ich wollte aber nicht für dich arbeiten. Toll. Allein er verlangt wahrscheinlich dann, er macht den Pokédex vollständig. Naja, mal gucken. Tim, wusstest du, dass der Professor auch die Entwicklung der Pokémon erforscht? Deinen Studien zufolge stehen rund 90% aller Pokémon im Zusammenhang mit dem Phänomen der Entwicklung. Ich frage mich, ob außergewöhnliche Pokémon auch zu besonderen Entwicklungen neigen. Jedenfalls ist das nur umso mehr Grund für uns, fleißig am Pokédex zu arbeiten und so den Professor bei seiner Forschung zu unterstützen. Was ich mich jetzt frage, hat er Barry auch einen Pokédex gegeben? Was war das denn gerade? Du bist ja krass drauf. Diese Typen sahen echt gefährlich aus, aber gegen dich hatten sie eigentlich die geringste Chance. Mir ist echt ein Stein vom Herzen gefallen. Sorry, ich habe mich ja noch gar nicht vorgestellt. Ich heiße Lana und kümmere mich im Herzöfen, um die Verwaltung der PCs. Als Dank dafür, dass du diese Trottel besiegt hast, werde ich dafür sorgen, dass du von so gut wie überall auf deine Pokémon-Boxen zugreifen kannst. Außerdem würde ich dir gerne diese Ballkapseln schenken. Du willst einige Ballkapseln, du kannst nur die Funktion Kapseldeko verwenden. Mit der Kapseldeko kannst du Ballkapseln dekorieren, indem du sie mit Stickern beklebst. Bringst du die dekorierten Ballkapseln dann an die Pokébälle, deine Lieblings-Pokémon an, sind beim Wurf des Balls tolle Effekte zu sehen. Außerdem erhöhen sich deine Siegchancen bei der Super-Wettbewerbsschau in Erzölfen, wenn du Sticker verwendest. An deiner Stelle würde ich dann mal fleißig Sticker sammeln. In diesem Sinne, tschüssi! Und weg ist er. Ja, jetzt habe ich Kapseldeko hier. Sticker anbringen. Ja, kann man mal machen. Ein paar schöne Musiknoten. Hier, so. Mal hier noch. Ach, von Fight the Fate Sticker. Ja. Bisschen Kohle hier so. Mal hier noch. Und Fetty. Sieht bestimmt so hässlich aus. Oh, fuck. Bruder-Sticker. Na, 4 kann ich reinmachen. Okay. Oh, wir haben Herz-Sticker. So, hier, hier und hier. Muss alles seine Parallelität haben. Deswegen kann ich nicht noch einen Sticker drauf machen. Ja, will mal ansehen. Oh, okay. 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 Nee, nee. Ich lass es lieber. Wo kann ich jetzt die Box öffnen? Ach, hier. Ja. Gut. Ach, warte mal. Ach, mit Pfeiltasten kann ich auch normal laufen. Gut. Ich habe mich schon gewundert, ja. Ach, wie damals. Turbotreter mit B. Wenn ich die Pfeiltasten benutze. Ich glaube, das ist nicht besser als mit den Steuerkreuz. Mit den Steuerknüppel. So. Aber müssen wir mal gucken. Ja. Aber andererseits, bei Steuerknüppel kann man genauer machen. Ja, entweder genaue Steuerung oder Retro-Flair.
Ja, da brauche ich hinten, brauche ich auch Surfer, lohnt sich noch nicht da reinzuschauen. Trainierst du auch brav Pokémon verschiedener Typen? Wenn du dich auf Pokémon eines Typs versteifst, werden die Gegner, die diesen Typen gegenüber im Vorteil sind, das Leben schwer machen. Ja, ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt habe, aber ich hatte ja den Fehler gemacht bei Pokémon, nur meinen Panferno zu trainieren in Platin. Hat Gold, habe ich mir dann fast nur Feuer-Pokémon gefangen. Lass uns kämpfen und währenddessen die Duft der Blumen genießen. Ja, Starter-Pokémon Feurige, dann Fukano noch gehabt. Evoli, als ich das Evoli erhalten habe, das zum Flamara entwickelt und was hatte ich noch? Achso, Pokémon-Ei von Platin rüber getauscht, hatte ich auch noch mal vom Flam. Ja, und Ho-Oh auf jeden Fall noch. Dann noch irgendeins, ich weiß auch nicht mehr welches. Ja, und da hatte ich nur mit Feuer-Pokémon mich an die Liga versucht. Bin dann jämmerlich gescheitert. Hab dann das Spiel vor, oh, ich glaube, vor einigen Jahren mal wieder angefangen, also von vorne angefangen. Hab dann ein richtiges Team gemacht. Dann erst die 10 durchgespielt. Es ist so belastend einfach nur, dass ich komplett ein Noob in Pokémon war am Anfang. War auf jeden Fall nicht schön. Also, man muss sich immer merken, von unterschiedlichen Typen, nie denselben. Und man muss auch alle zusammen trainieren. Wobei hier nicht, weil das erregelt hier der LP-Teiler. Ja. Ich habe zwar verloren, aber es riecht hier so gut, dass ich gar nicht allzu betrübt sein kann. Dafür schaust du aber ziemlich traurig jetzt gerade. So, Käfersammler. Sag mal, was hättest du eigentlich von Käfer-Pokémon? Ja. Käfer-Pokémon können cool sein, aber meistens sind einfach nur hässlich. Zum Beispiel das, was du gerade rausholst. Ja, easy. Ach ja, apropos, ich habe ja schon gesagt, dass ich vielleicht den Pokédex da verstecken möchte. Ich weiß gar nicht. Im Sinnoh-Dex sind ja auch die editionsspezifischen Pokémon. Ich habe mir, weil ich so lost war, ziemlich früh den Doppelpack Pokémon Strahlender Diamant, Leuchtende Perle bestellt. Für 100 Euro. Das war eigentlich ziemlich nice. Ich glaube, es kostet eigentlich gerade 120, aber ich hatte halt ein Angebot. Oh, hier brauche ich zu schnell, okay. Und oh, fuck, das stimmt, das ist ja ein Doppelkampf. Wir sind die Stärksten in unserer Klasse. Diesen Trainer haben wir im Nu erledigt, oder, Lena? Und dann habe ich irgendwann gemerkt, ja, die einzigen Unterschiede sind, dass es, also zwischen den Editionen sind, dass es nur manche Pokémon in der einen gibt und in der anderen nicht. Zum Beispiel halt Pika die Alga und Ho und Lugia und so. Ja. Das ist ein bisschen. Oh, oh, stimmt ja. Kann ich auch Abra sagen, dass sie nichts tun? Naja. Man lernt endlich mal eine richtige Attacke, Abra. Ach so, oh schade, ich dachte, ich kann aber noch mal einwechseln. Ja, nicht zu bad. Oh wei, Elektro-Pokémon. Naja. Ja, kann ich das eine mal verwirren. Hm.
Naja, Superschall sah jetzt nicht so schön aus. Aber ich mach mal Erstauner. Komm, triff dich selber. Gut. Batteriese wurde besiegt. Und gibt Abra hoffentlich viele KP. Gut. Super 3 Level 11, aber Abra auch Level 13. Kabador reicht Level 11. Ach stimmt, warte mal. Test jetzt mal, was passiert, wenn ich ins Leere tippe. Hä? Achso. Wollte schon sagen. Oh, standen vorhin da. Das will ich noch mal sehen. Achso, er darf zuerst angreifen. So. Angriff von Zubat. Ja. Infrarecht Level 16 müsste sich jetzt eigentlich entwickeln. Bis die Zwillinge Liz und Lena. Ach du Lies, ach du liebes Lieschen. Es geht doch nicht. Ach, also, wie kannst du uns arme Kinder nur besiegen? Ja, Nanu? Nympha entwickelt sich. Und wird zu Plippren. Wir wurden einen Eintrag im Pokédex angelegt. Es lebt fernab seiner Artgenossen. Was? Es lebt fernab seiner Artgenossen. Jedes Blippren hält sich offenbar für das bedeutendste Exemplar von allen. Oh. Ja, du bist das bedeutendste Exemplar, Blippren. Blippren versucht mit Metallklau zu lernen. Ja, das mag ich doch. Heuler ist so eine unnötige Attacke, die ich nicht brauche. 1, 2 und schwupp. Blippren hat Heuler vergessen und Metallklau erlernt. Ja, gib mir das Item. Kugelsaat. Tja, hätte ich jetzt einen Pflanzen-Pokémon. Wobei, ich habe eins, aber. Der trainiere ich nicht. Ah, die Auen von Flori. Erstmal die Pokémon heilen. Oh, stimmt, ich habe im Pokécenter gar nicht, in Ärztin gar nicht gönnen. Die Leute an die labert. Naja. Werden schon nichts Wichtiges gesagt haben. In Begleitung von Pokémon können selbst Kinder wie du sicher umherreisen. Ja. Bis nach Ewignow ist es noch ein ganzes Stück. Du solltest dich auf so eine lange Reise gut vorbereiten. Vor ein paar Tagen habe ich gekämpft und die KP meines Pokémons wurden immer weniger. Aber ich dachte schon, es wäre es für uns gewesen. Aber ganz plötzlich hat mein Pokémon die Beere gegessen, die es getragen hat. Puh. Da war es auch noch nicht zu schwach. So, und wer seid ihr beiden alten Leute hier? Hey, du da! Oh, sag bloß, du hast mal einen Wunschstern gesehen, du Glücklicher. Dieses Pokémon hier würde sich perfekt an deiner Seite machen. Na, möchtest du es in deine Obhut nehmen? Du erhältst Jirachi. Und soll Jirachi geschickt werden? In mein Team natürlich. Welches Pokémon soll abgelegt werden? Ja, dann sag ich mal so, Arbador? Tut mir leid. Du warst mein stärkstes Pokémon. Hm? Muss jetzt aber leider gehen. Jirachi wird in dein Team aufgenommen und Carpador in eine PC-Box geschickt. Ich wünsche dir und deinen neuen Pokémon eine ganz vortreffliche Abenteuerreise. Schenkst du mir auch ein Pokémon? Oh. Hm, sieht ganz so aus, als hättest du in Kanto ein Let's Go-Abenteuer beschritten. Wie? Ich? Nein, ich bin ein 10-jähriger Junge. Ich wohne die ganze Zeit schon in der Sinnoh-Region. Sie müssen mich mit jemandem verwechseln. Ach, hör doch auf zu lügen. Was hältst du davon, dieses Pokémon ein wenig die Sinnoh-Region zu zeigen? Du hältst ein Mew. Okay. Unser Mew geschickt werden. In mein Team. Ja, und dafür tut mir leid, Pidiza, aber du bist einfach nur hässlich, deswegen kommst du raus.
Es würde sicherlich ein ganz vortrefflicher Begleiter sein. Ja. Gut, also ich habe mir schon überlegt. Also Jirashi wird wahrscheinlich länger im Team bleiben, genauso wie Mio. Also Mio wahrscheinlich noch ein bisschen länger. Mio habe ich mir auch überlegt, ob ich das komplett in mein Team übernehme. Hallo, kannst du das jetzt mal? Danke, okay. Ja, vor allem das Problem hierbei ist nämlich, es gibt außer Pamflam am Anfang keine guten Feuer-Pokémon und Mio kann eine Feuerattacke lernen, wenn ich mich jetzt recht erinnere. Und ich versuche dann halt, dass Mio mein Feuer-Pokémon wird. Also entweder Mio oder ein anderes, das ich mir da überlegt habe, aber bin mir noch nicht sicher, ob ich das jetzt schon fangen kann oder später. Einige Pokémon erscheinen nur, wenn sie vom süßen Duft des Honigs angezogen werden. Pokémon scheinen einen fein ausgeprägten Geruchssinn zu haben. Sie nehmen den Duft von Honig auch aus weiter Ferne wahr. Oh ja, Honig ist lecker. Wir kommen in Flori, dem Ort der Blumen. Blumen und nochmals Blumen. Sei auch du wie eine Blume und arbeite an dir, damit du in voller Pracht erblühen kannst. Flori, wo die Blumen blühen und duften. Ja, das ist nett. Sind die Crassideas, sind die Crassideas ein Begriff? Mit einem Strauß dieser Blumen zeigt man in dieser Region seit jeher seine Dankbarkeit. Kann ich welche pflücken? Bitte, bitte. Nein. Einfach über die Blumen trampeln. Der süße Duft des Honigs hat mich hergelockt. Da muss ich mich fast schon fragen, bin ich ein Pokémon oder was? Oh, da seid ihr wieder, Rüpel Nummer 1. Wir sind stolze Mitglieder von Team Galactic, oder etwa nicht? Und jetzt sieh uns an, wie wir hier inmitten all dieser Blumen herumstehen müssen. Wenn das nicht uncool ist, weiß ich auch nicht. Hey, hör auf zu motzen, das gehört eben auch zu unseren Aufgaben. Obwohl ich zugeben muss, dass ich Käfer und Pflanzen-Pokémon echt gruselig finde. Ich wäre jetzt auch lieber woanders. Ja. Ich liebe es, hier zu sein. Die Atmosphäre ist einfach wunderbar. Du bist bestimmt auch hier, um ein bisschen gute Laune zu tanken, oder? Nö, ich bin eigentlich nur auf der Durchreise, um zu Ewignau zu kommen. So, ja. Ewignau hieß. War ich hier gerade schon drin? Nee, okay. Findest du es auch so niedlich, wenn Pokémon Bären pflücken? Ja. Juhu, du verstehst mich. Hier hast du ein paar TMs. Sie enthalten die Attacke der Pflücker. Wählst TM 88. Du verstehst die TM. Ich verstehe nicht, die sagen TMs, aber du kriegst trotzdem nur eine. Oder nicht? Doch? Nee. Oh. Okay. Hab mich dann doch gehört. Okay. Flori war einst ein öder, kahler Hügel. Der Anblick machte die Menschen traurig, also pflanzten sie Blumen an. Aber nichts sollte hier wachsen und niemand wusste wieso. Doch dann sprach eines Tages jemand der Natur seinen Dank für ihre Gaben aus und kurz darauf erstrahlte der Hügel in einer bunten Blumenpracht. Ist das nicht seltsam und wunderschön zugleich? Ja. Ich dachte immer, es hätte was mit Shaman zu tun gehabt. Hab ich dich schon gefragt? Achso, ja. Ach nee, doch nicht. Oh. Ich wollte in den Augen von Flori ein paar Blumen pflücken. Aber dann kamen plötzlich diese Typen von Team Galactic in ihren schicken Uniformen. Ich finde die auch schick und ich würde auch, wenn ich könnte, Team Galactic beitreten, weil ja, sie sind zusammen mit Team Rocket das beste Bösewicht-Team. Sind übrigens zu den Augen hinter diesem Blumenfeld dort gegangen. Ach, wie geil wäre es, wenn man sich irgendwann in bösen Team anschließen könnte. Ja, hier gibt es halt geile Bären. Aber ich glaube, nicht Nintendo, Game Freak wird zum Spiel wahrscheinlich niemals machen. Oh, eine Sinebeere pflanzen wir da wieder ein. Und hier kommt eine Abrena-Beere hin. Ja. Ich dachte früher immer, die heißen Arena-Bären. Sie heißen Arena. Hey Trainer, wenn du Bären anpflanzt, sollst du sie mit dieser Kanne gießen. Du erhältst die geile Enton-Kanne. Du hast die Enton-Kanne in der Basis-Item-Tasche. Der Enton-Kanne kannst du frisch gepflanzte Beeren mit Wasser versorgen. Doch auch wenn die Pflänzchen schon größer sind, wachsen sie besser, wenn sie regelmäßig Wasser bekommen. Ja, ich mach mal gleich die Gießkanne auf. Ein Register, und zwar mach mal nach unten.
Ich mach mal die Angel. Wir später mal nach links. Ich fahrrad gerne auf rechts hätte. Aus einer einzigen Beere wächst eine Pflanze, die mehrere Beeren trägt. Wenn du an verschiedenen Orten Beeren pflanzt, wird die Welt bald schon um etliche weitere Beeren reicher. Wenn du magst, kannst du mir dabei helfen, auf der Welt die Beeren zu vermehren. Du hättest eine Amrena-Beere. Oh, mir wäre eine andere Beerenart lieber gewesen, aber okay, danke schön. So, was hast du? Hallo, wir tauschen deine Beeren in Sticker ein. Tauschen? Ui. Ja, am Anfang habe ich noch nicht so viel Beeren, aber ich finde das hier schön visualisiert. Der sieht geil aus. Ja. Nö. Kannst du mir nichts mehr nehmen. Hast du noch was im Mülleimer? Nö. Kann ich auch von hier aus mit dir sprechen? Nee. Der ist so einen großen Tisch und man muss sie einfach trotzdem von hier aus ansprechen. Toll. So, dann gieße ich noch schnell die Pflanzen. Ja. Ich merke jetzt irgendwie keinen Unterschied. Pflanzen scheinen sich zu freuen. Blumenladen, Bühne Pracht, kommt herein, heimst Bären ein. Ja. Gut. Für den Augen von Flori, es gibt Honig in Hülle und Fülle. Es ist gerade 20 Uhr geworden, sehe ich gerade. Es ist dunkel geworden. Komm, wie kann ich dir helfen? Ja, ich würde mir gerne ein paar Supertränke bei dir kaufen. Und zwar 10 Stück, okay. Dankeschön. So. 2 weitere Aufwecker. Und 3 Feuerheller. Na, nur für alle Fälle jetzt mal. 2 Eisheiler. Und ja, das reicht erstmal. Gut. Stimmt, man kann jetzt auch verkaufen. Ich werde mein Pokémon so richtig aufbrezeln und dann mit ihm zum Jubelstadt TV gehen, damit die Zuschauer Land auf Land absehen können, wie hübsch es aussieht. Beeren und Bänder kannst du im Pokémon Supermarkt nicht kaufen. Das ist scheiße. So. Ja. Dann würde ich mal sagen. Geht der Part hier zu Ende, ja. Beim nächsten Mal sehen wir uns dann wieder und dann wissen wir hoffentlich, was es mit Team Galactic hier zu tun hat, was sie hier zu suchen haben. Also dann, bis zum nächsten Mal und ciao.